Markus Esser, im Juni steht die Team-Europameisterschaft in Braunschweig an. Ist das eine Veranstaltung, die schon ein bisschen im Hinterkopf ist? Auf jeden Fall. Es ist nicht nur im Hinterkopf, es ist auf jeden Fall eine Veranstaltung, auf die ich mich ganz toll freue, weil so ein großes Event und das im eigenen Land, ich meine, das ist schon was, da kann man sich schon groß drauf freuen, ja. Was macht aus deiner Sicht so eine Team-Europameisterschaft aus? Also es ist generell diese ganze Sache an sich, eine Teammeisterschaft, also mal, ich meine, wir sind ja alles Individualsportler und in dem Sinne einfach mal für ein Team einzustehen, das hat der besondere Reiz bei sowas. Jetzt sag ich mal so, du bist ein alter Hase in dieser Hinsicht, Europacup, Team-Europameisterschaften, hast schon einiges mitgemacht. Was kannst du den Jüngeren mit auf den Weg geben? Was soll ich den Jüngeren mit auf den Weg geben? Also ich glaube, wenn mir jemand früher gesagt hätte, Mensch, geh ganz locker an die Geschichte ran, das ist einfach toll, das ist Spaß, habe ich das früher eh auch keinem geglaubt. Also deswegen, das wäre auch mein Rat an die Jugend, geht locker ran, habt Spaß bei der ganzen Geschichte, auch wenn ihr es mir eh nicht glaubt, aber es macht halt Riesenfun. Braunschweig, da warst du auch schon ein paar Mal am Start bei deutschen Meisterschaften. Welche Erinnerungen sind mit dem Eintrachtstadion verbunden? Sehr, sehr gute. Also in Braunschweig war das Stadion, wo ich es erstmal geschafft habe, mich für Olympia zu qualifizieren im Jahre 2000, wo keiner mit gerechnet hatte, ich damals selbst auch nicht. Und von daher ist halt Braunschweig für mich immer ein sehr schönes Pflaster. Ich komme gerne dorthin. Es macht Riesenspaß, dort zu werfen. Es ist eine tolle Atmosphäre, weil das Stadion einfach wirklich für Leichtathletik ausgelegt ist. Und von daher, wie gesagt, Freude ist eigentlich da. Russland ist sicherlich der große Favorit. Was ist drin für die deutsche Mannschaft? Da muss man abwarten. Wie gesagt, wir im eigenen Land, warum sollen wir nicht einfach mal über uns hinauswachsen? Warum soll es nicht auch möglich sein, dass wir, ich sag mal, gewinnen bzw. einen sehr guten zweiten Platz hinter der russischen Mannschaft dann belegen? Also warum nicht? Was nimmst du dir persönlich vor? Ja, ich habe momentan ja noch das Ziel, mich erstmal für Zürich zu qualifizieren. Also von daher liegt mein persönliches Augenmerk erstmal auf 77,50 Meter bzw. 51. Und ja, ob ich damit dann, ich sag mal, ganz vorne lande oder ganz hinten, das werden wir dann sehen. Aber wie gesagt, Hauptsache der Hammer fliegt weit. We'll be right back.